Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie ihr seht, habe ich wieder mal ein neues Spiel für euch. Möchte ich euch gern zeigen. Ich habe vorhin schon einen Charakter erstellt und mal vorgetestet. Ich wollte es für euch auch aufzeichnen. Habe ich auch. Aber ich habe gerade... Wir haben es jetzt den 7.2. 1.57 Uhr. Und ich hatte gerade mein Modem reset. Ja, und da musste ich das nochmal löschen, das ganze Let's Play. Aber macht ja nichts. Wir machen noch weiter. Ja, Black Desert Online. Ne? So. Würde ich sagen. Verlieren wir keine Zeit. Das sieht ja alles schon mal sehr geil aus. Das Spiel habe ich über Steam und kostet 10 Euro. Und hat keine monatlichen Kosten. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Aber wie gesagt, ich komme da noch nicht so richtig mit zurecht. Da muss ich irgendwie erstmal mit einfuchsen. Ne? Ja, und gespielt wird bei mir ja meistens, also mit Tastatur und Maus, gehe ich noch nicht ran, weil ich komme ja von der Konsole. Und ja, da bin ich eben die Controller... Ja, ewige Zeiten gewöhnt und das kann ich mir auch nicht mehr abgewöhnen. Ist auch entspannter für mich zu spielen. Gut, würde ich sagen, spielen wir. So. Dann gehen wir wieder, auf dem war ich auf dem Server. EU Olivia 1. Hier haben wir den. Mit Steam 1. Ja, den nehmen wir mal. So. Ja, gespielt, wie ihr seht. Das ist schon mal sehr gut. Wir machen erstmal normalen Krieger, standardmäßig. Ich möchte aber auch noch einen Magier spielen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 können wir noch auswählen. Das ist schon mal sehr positiv, dass man das nicht extra alles noch kaufen muss. Dass man so viele Charaktere spielen kann. Gut, dann verbinden wir uns mal. Ja, okay. Ja. Da sind wir momentan in dem Gebiet. So, und da sind wir schon wieder. Wir sind Stufe 6, seht ihr oben links. Und wir sind bald schon wieder Stufe 7. Ja. Aha, momentan geht der Controller nicht, kann das sein? Müssen wir den nochmal aktivieren? Momentan geht er nicht. Dann müssen wir ihn wohl nochmal aktivieren. Oder geht das jetzt? Nö. Komisch. Ich weiß, wo man den aktiviert. Habe ich ja alles schon gerade gehabt. Spiel. So. Controller verwenden, genau. Vibration auch, ja. Und vertikale Achsenspiegel anwenden. Okay, so. Haha, es geht schon wieder, super. Ja. Ich weiß bloß noch nicht, was jetzt unser erstes Quest ist. Hier geht ein Pfeil vor uns, dann laufen wir halt mal dahin. Ach ja, das ist immer noch aktiviert. Das sehen wir hier oben rechts auf der Karte. Das ist aber der Kobold, den hat da, hier war ich schon. Da müssen wir wohl mal was anderes machen. Moment. Was haben wir denn hier? Posteninstallationsgebiet anzeigen. Visuell angezeigt. Das Kriegsgebiet ist rot. Die Außenbereiche sind grün. Haben wir hier, weil gesichtet, wurden in gesichtet. Was das ist, weiß ich nicht. Voice Chat, Einleitung und hier ist wieder NPCs. Was haben wir denn hier? Verfügbare Herausforderungsbelohnung. Ihr habt eine oder mehrere Herausforderungsbelohnungen verfügbar. Drückt Y,
um diese einzusammeln. Verfügbare Herausforderungsbelohnung 3. Aha. Das habe ich noch, kenne ich so noch nicht. Event Pit a Pet Glückskills. Täglicher Trott. Ich glaube, ihr müsst eine Belohnung auswählen. Ach so. 10 Beitrag EP beim Erhalten gebunden. Was ist das hier? Glückskills. Ich glaube, wir machen erstmal täglicher Trott. 50 Beitrag EP. So, erhalten. Eine Belohnung auswählen. So, ne? Jawohl, das hat geklappt. Wunderbar. So, spielt jeden Tag und erhaltet Loyalität. Verfügbare Belohnung. Laternenöl. Ne, hier ist noch nichts auszuwählen, aber hier, so. Ja. Wunderbar. Was das jetzt gebracht hat, weiß ich noch nicht, aber so, hier haben wir, was können wir hier drücken? Nix. So. NPCs. Aha, Waffen, Gilde. Man muss immer sich ja erstmal reinfutzen, das ist natürlich völlig klar. So, Hafenlager, NPC in der Nähe. Fischfang. Lagerverwalter. Das sind momentan die Gebiete, die wir hier alle haben wohl. Lauft mit T automatischem Ziel, wenn die Hilfslinie erscheint. So, Balenos. Wolfshügel, da sind wir momentan. Olivia. Weiß. Gut, lassen wir erstmal. So. Wie hieß er hier? Wolves aren't scary. Können wir so jetzt nicht sehen. Gut. Spielt jeden Tag. Genau. Hier ist... So. Das ist, glaube ich, hier ein Wolf. Den können wir mal legen. Kann erlernt werden, aha. Jetzt können wir doch ein Talent erlernen. Das ist neu. Wir sind also Stufe 7 jetzt geworden. Okay. Moment. Errungenschaft abgeschlossen. Ruft es. Na, läuft alles. Talent, so. Das war was mit dem Schild. Was wir freischalten konnten. Großschwert. Da kenne ich mich natürlich noch nicht mit aus. Also konnte... Moment. Weiß ich nicht. Muss ich mich noch mit auseinandersetzen. Machen wir erstmal weiter. Leveln und Looten ist ja immer angesagt. Ach, wir haben XP-Boost, glaube ich, für 56 Minuten. Ah, hier können wir Wildkraut sammeln.
Ja, ich würde sagen, wir spielen noch so bis heute bis Level 10, weil ich denke, ab Level 10 passiert dann auch irgendwann was. Wir müssen da erstmal weitermachen. Na, was kommt da? Das ist ein Mitspieler, ja. Gehen wir mal auf die Map. So. Wanderlust. Dass wir vielleicht hier mal was auswählen können oder was. Was sind das hier? Ich glaube, hier sind wir. Fahren da Schiffe? Ich weiß das nicht. Wie soll man... Hafenmeister der Gilde von Olivia. Das sind wohl Schiffe hier. So. Mhm. Wenn wir ganz rauszoomen. Aber ich glaube nicht, dass das schon die ganze Map ist. Oh, das, guck mal, das geht... Uiuiuiui. Oh ja, das ist riesig. Das ist extrem riesig. Da kannst du... Also da haben Leute schon über tausende Stunden gespielt, das Spiel bei Steam. Kann man ja immer sehen. Ne? Olivia, 0 von 27. Aha. So. Bester Schüler des Lehrmeisters. Lagerverwaltung Olivia. Hier ist ein Gebiet eingekreist. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal wieder hierhin zurück. Kann man hier ein Bild, was haben wir hier unten denn noch machen? Pferdemarkt, Stall, Quest. Nicht akzeptiert. Forschung. Quest. Annahmebedingungen. Kann nach Abschluss von 3 Tutorial Quests. Trefft Arkan, trefft Blund, den Talentlehrer und was krabbelt da im Gras. Durchgeführt werden. Ja, die müssen wir machen. Trefft Arkan. Talent EP, das ist genau. So, wir müssen trefft Arkan. Wo der ist, weiß ich natürlich nicht, der Arkan. Hier vielleicht? Gut, wir werden da auf jeden Fall erstmal wieder hinlaufen. Ja. Wir müssen erstmal das Tutorial abschließen, dann können wir Quests machen. So, ich muss jetzt aber wissen, wo wir sind und wo wir hinlaufen müssen. So. Nach Westen, ist klar. Ja, müssen wir ein bisschen uns links halten. In die Richtung. Und dann hauen wir den erstmal einfach einen Platz hier. Weil wir wollen ja noch bis Level 7, bis Level 10 heute zocken. Ah, Wiesel hatten wir noch gar nicht als Bild, ne? Aber wir haben ja auch einen XP-Bonus. 50 Minuten noch und den werden wir jetzt auch nutzen.
Vielleicht finden wir dann auch Ausrüstung und vielleicht auch mal eine neue Waffe. Weil ich habe schon einen Handschuh, habe ich ihm vorhin schon gefunden. Also es hat einen Gegner gedroppt. Ne? Diesel A, ja. Ah, hier kann man sammeln. Stufenaufstieg sammeln. Ja, da muss man auch immer weiter sammeln und dann steigt man da auch auf. Hier kann man weiter auch noch sammeln. Wildkraut. Weiblicher Germes. Gegenstand erhalten. Oh, Level 8. Wunderbar. So, war der im Text. Kann man auch sammeln, ne? Ja. Ah, nochmal, ja. Aber ich bin schon mal froh, dass ich das mit Controller einigermaßen gut spielt. Ah, da hinten fährt wieder ein Pferdewagen. Bisschen buggy ist er noch, aber... Ja. Kampftalentpunkt erhalten, wunderbar. Wir kämpfen uns jetzt erstmal hier durch die Wiesel, weil da kann man nachher mehr Wissen, glaube ich, erlangen. Je mehr man von denen erledigt. Soll ich aber sammeln? Hier auch. Viel zu sammeln. Viele Kräuter. Ja, Aurora-Kraut. Neues Wissen. Wunderbar. Geil. Oh, das ist eine gute Ecke hier. Ah, Stufenaufstieg im Sammeln wieder, ja? Was das alles bringt, wird man im Spielverlauf natürlich noch rausfinden. Ja. Ah, lieber nicht, dass der jetzt in eine Waffe droppt. Oder was anderes. Das ist wohl zu Anfang ziemlich selten. Aber wir nutzen auf jeden Fall die 45 Minuten noch den EP-Boost.
Ah, da ist schon Heiltrank bei. Siehst du? Titelgras. Aha, jetzt haben wir einen neuen Titel. Weil wir schon so viel Graskäfer platt gemacht haben. Ja, machen wir immer weiter ins Spiel rein. Dauert schon ein bisschen länger bis Stufe 9. Ja. Guck mal, ob ich noch einen Kaffee habe. Ja. Einer ist noch drin. Ja, und so PvP, habe ich gehört, da kann man dann mit Controller wo anpacken, aber PvP ist eigentlich für mich das Spiel auch nicht. Da habe ich mich noch nie so für interessiert, für Player versus Player. Ja. Einfach ein bisschen chillig spielen und Quests machen und ja. Was man da alles noch machen kann, werden wir rausfinden, aber da gibt's wohl eine Menge. Zu machen. PvP muss ich nicht unbedingt haben. Ah, hier können wir wieder sammeln. Ah, haben wir was Neues? Nee. Noch nicht. Ich glaube, je weiter man im Sammellevel steigt, je bessere Sachen kann man auch finden. Ja, hier geht es auch wieder. Naja, und das Schöne ist eben auch, dass, ja, der kriegt neues Wissen, siehst du. Da sind wir schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Ja, World of Warcraft ist für mich auch ein bisschen zu veraltete Grafik. Aber das muss jeder selber wissen. Ne? Hier haben wir natürlich eine viel bessere Grafik-Engine schon, weil das Spiel ja auch Ende aktueller ist. Kriegen wir auch bald einen Titel über die Wiesel. Einen neuen Titel, weil wir so viele Wiesel schon erledigt haben. Für die Graskäfer haben wir ja schon einen Titel gekriegt, den wir uns wohl auch geben können. Ja, Stufenaufstieg sammeln. Wunderbar. Und beim nächsten Gegner sind wir Stufe 9. Ja. Talent Drängeln 1 kann erlernt werden. Talent WP Rasende Klinge kann erlernt werden. Ja, wenn ich wüsste, wie man das macht. Hm? So, das dauert ja nicht mehr lange, da sind wir schon Level 10.
Ja, welches Spiel ich auch gut finde, was diese Spiele betrifft, das ist zum Beispiel Guild Wars 2, ne? Das ist auch ein sehr schönes MMO. Kann man... Also ich habe den Pinnacle Game Profiler, Game Controller von Pinnacle, muss ich glaube ich nur einmal für eine Lifetime Lizenz 6 Euro bezahlen. Und da kann man eigentlich jedes Spiel mit dem Controller spielen. Aber das hat mit Guild Wars 2 nicht so gut geklappt. Das klappt jetzt hier schon besser bei Black Desert Online. Ja. Und das freut mich natürlich. Einmal ein Zehner für das Spiel bezahlen, ist ja auch, das muss man ja schon für andere Spiele monatlich bezahlen. Ne? Ja, Graskäferwissen A+ haben wir jetzt schon. Was das bringt, weiß ich nicht, aber wir haben beim Graskäfer jetzt mehr Wissen erlangt. Und wenn ich mir das überlege, da gibt es ja auf der Map so viele verschiedene Gegnerklassen und dann hat man überall mehr Wissen, was das alles noch bringt. Naja, da werde ich mich für das Spiel auch noch im Internet belesen. Ja. Das ist natürlich auch essentiell bei so vielen Spielen, ne? Was war das? Auch ein Graskäfer. Ja, manche haben bei Steam reingeschrieben, dass die gar nicht in das Spiel spielen können, also überhaupt nicht. Weil das irgendwie mit der Registrierung nicht funktioniert hat. Bei mir hat es auf Anhieb funktioniert, mit der E-Mail-Adresse. Ja, muss ich nur den Freischaltcode eingeben, den ich per E-Mail bekommen habe und schon hat es wunderbar funktioniert. Und ihr seht ja auch, es läuft, na okay, dass das jetzt hier flüssig in 60 Bildern läuft mit der GTX 1080 ist natürlich klar. Aber trotzdem ist es schon mal gut. Positiv. Ja? So, noch knapp 50%, dann sind wir Level 10. Denk mal, da wird denn was Besonderes freigeschaltet. Was? Nicht genug Energie? Aha. Was bedeutet... Ach so, 0 von 30 bedeutet das vielleicht. Wir können mal was ausprobieren. Wieder auf String hier. Hier oben blinkt jetzt was auf. Ah, neue Geschichte. Ah, geil, hier mit dem Wiesel hier. Wiesel mögen gerne Obst. Vor allem Trauben. Sie sind schlimme Vielfraße, die über Höfe herfallen und alles leer fressen. Ja. Weiter. Achso. Aurora-Kraut. Ach, da haben sie für alles eine Beschreibung. Das Aurora-Kraut, welches bei Sonnenaufgang leuchtet, sein Aussehen entspricht nicht wirklich seinem prächtigen Namen. Aber es sieht ganz hübsch aus. Dickicht. Ist überall zu finden, wie auch Büsche und Strauchwerk. Beim Sammeln im Dickicht kann man Samen für den Anbau im Garten finden. Aha. Peperoni-Samen, ja. Ja, Peperoni esse ich momentan jeden Tag. Ich ernähre mich auch fast nur noch vegetarisch, also hauptsächlich, aber ich esse auch mal Fleisch und auch mal Fisch. Denn eher Fisch.
Ja, aber ich ernähre mich sehr viel vegetarisch momentan und das bleibt auch so. Ne? Achte jetzt sehr viel auf meine Gesundheit. Hab ja euch schon in anderen Videos erzählt. Aus Hawaii, da kommt ja das Astaxanthin her aus Hawaii. Da wird das angebaut. Und jetzt habe ich auch das Spirulina. Das wird beides angebaut auf Hawaii. Dann nehme ich noch OPC. Traubenkernextrakt ist auch sehr gut. Vitamin C. Und ja, das war's denn eigentlich. Das sind schon mal gute Sachen, die man. Kann ich auch nur empfehlen. Solltet ihr mal ausprobieren. Oder bei YouTube vorher erstmal informieren. So, Furz. Ein Tier mit welchem weichem roten Fell. Es greift niemals Gegner an, die größer als es selbst sind. Graskäfer. Diese Spezies sieht wie ein gewöhnlicher Käfer aus. Doch alle möglichen Grassorten wachsen auf ihrem Rücken. Das Gras dient dem Käfer als Tarnung, wenn es im Gebüsch ist. Oh, sie sagen, der wird gelernt. 100% EP. Ja, aktiv. Hier haben wir wieder 9, ne? Können wir das jetzt Event? Ne, da wird noch nichts. Ein Moment. Nochmal so. Was haben wir hier? Gibt ein Talent, das erlernt werden kann, ja. So. Ja, erlernbare Talente, genau. Jetzt sind wir schon mal weiter. Was nehmen wir denn? Drängen. Aufgeladener Schildschlag. WP rasende Klingel. Das würde ich gerne nehmen. Ja, es wurde ein neues Talent erlernt. WP rasende Klinge. Jetzt haben wir auch schon maximal 6 Talentpunkte. So, mehr geht momentan wohl nicht. Ja, super. Haben wir schon mal wieder was Neues dazu bekommen. Ja. Wohl. Geht da nicht noch was? Erweckung vielleicht? Nee. Und lassen wir erstmal. So. Können wir jetzt schon weiterlaufen? Ja, wunderbar. Ja, gehen wir lieber hier in die Richtung. Ja, wie man das einsetzt mit dem Controller, das weiß ich natürlich noch nicht. Jetzt diese Raserei-Klinge. Das muss man... Oh, hier ist ein Gegner. Hier ein... Spieler. Mitspieler. Oh, laufen wir dem mal hinterher einfach. Ich weiß, ja, ist der erste an der dahin, jetzt rennt er wieder zurück. Ja, hier der Große. Sollte man stets aufpassen und nicht zu weit rausgehen. Mitglied der Bürgerwehr. Da ist ein Mitspieler, ne? Ja. Jawohl, hier sind viele Gegner. War nicht schön schlimm. Es sind ja schon 2 Mitspieler. Da ist sie. Die Hübsche.
So. Na gut, machen wir weiter. Deswegen, wir werden erstmal nicht alles einsammeln. Wir werden jetzt immer nur 23 Minuten haben wir nämlich noch XP-Boost. Ich glaube, das ist besser, wenn wir nichts einsammeln, sondern nur Gegner plätten. Dauert hier auch schon ein bisschen länger jetzt, bis wir 10. Naja, und das Spiel ist ziemlich beliebt bei Steam. Das haben, als ich vorhin geguckt habe, 20.000 Spieler gespielt. Das ist schon ordentlich, 20.000 Spieler. Wenn das so viele Leute spielen, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass das Spiel wohl auch Qualität hat. Ja, vielleicht lernt man so ja auch neue deutsche Spieler kennen, also neue Freunde. Auf Dauer. Wenn man in der deutschen Gilde ist oder so, kann man das auch dann zusammenspielen. Insofern ist bestimmt gut, ja. Ja. 30%, dann haben wir ein neues Level. Mit Level 10. Das sind immer die Gegner hier auf dem Radar da oben, ne? Aber einer. Hier sind mehrere. Aber die Pflanzen ziehen wohl auch dazu. Ah, hier sind die Gegner. Ne? Oder? Ja. Hier sind noch mehr. Da oben ist noch ein Fragezeichen. Schicken wir mal die Waffe weg. Hier ist ein neuer NPC vielleicht. Er hier? Nee. Er hier. Oh ja. Geil. Who the hell is Commander Croxus anyway? Did he get promoted to Commander by breaking bottles? Isn't this just an excuse to drink more? Leave Olvia to the vigilantes. Meister Zoxus, dieser Kerl schaut immer furchtbar tief ins Glas. Ja. Das ist auf Dauer auch nicht gesund. Ja, das gab sogar eine Zwischensequenz. Das ist geil. Freundschaft steht unten links. 1. Okay, weiter. Ich glaube, ich bin schon vom bloßen Geruch etwas betrunken. We all have a strong attachment to this town. Die Bürgerwehr wacht über Olvia und gewährleistet, dass die Kinder hier sicher herumtollen können. Aber da können wir noch nichts machen. Talent erlernen? Nee, glaube ich nicht. Dann verabschieden. Aber wir haben einen neuen Charakter jetzt. Müsste was freigeschaltet sein jetzt. Moment. Ja, das ist bunt.
Ich habe neues Wissen erreicht. Überbohrend. So, da oben ist... Hoppala. Da los. Da ist noch ein Fragezeichen. Na, da, ja. Hier drin oder was? Besuchen. Können wir da rein? Aha. Rang 7. Boss, Böswolf. Was das ist, weiß ich nicht. Betreten. Aha. Ah, ruckelt ein bisschen. Oh. Geil. Das ist ja geil. Wohnsitz. Krass. Das sieht ja schon mal ultra geil aus in der Grafik. Ja, was man natürlich jetzt hier machen kann, weiß ich nicht. Ne? Noch nicht. Gut, gehen wir wieder raus. Ja. Hier geht's nicht weiter. Ne, dann müssen wir... außenrum. Aber wir haben noch 23 Minuten XP-Boost. Da werden wir erstmal ein paar Gegner plätten. Und weiter zu leveln. Ne, das geht hier nicht. Aber hier können wir sammeln. Ne. Doch. Parasitenbiene. Das ist ein neuer Gegner. Oh, greift ja noch weiter an. Ja. Parasitenbiene B. Ah, können wir rüberklettern. So, jetzt sind wir gleich Level 10. Da bin ich mal gespannt, was denn freigeschaltet wird. Auch schön, dass er überall gut rüberspringen kann. Das klappt gut mit der Steuerung. Hier auch. Muss auch hier rüber. Ja. So, jetzt haben wir gleich Level 10 erreicht. Der müsste uns jetzt Level 10 geben. Jawohl. Überkopfwurf, Talent, ja. Kriegsschrei 1. Exakter Streich, ja. Tosendes Gebrüll 2. Schildansturm 1. Da kommt eine Menge, ja. Treibender Hieb 2. Errungenschaft abgeschlossen. Stufe 10. Kein... Grünschnabel mehr. Geil. Gut. Mal gucken hier oben wieder. Ja, Stufe 10. Kein Grünschnabel mehr. Die Welt von Black Desert hat viel zu bieten. Verbessert euren Charakter, indem ihr gegen Monster kämpft. Lernt mehr über die Geschichte der Welt, indem ihr Quests absolviert. Und was können wir uns jetzt hier aussuchen?
Matte Magiekristall Kampf. Brief mit einer Rückzahlung. Verschickt eine Nachricht mit einem Geschenk an eine Familie, die geholfen oder eine Empfehlung gegeben hat. Magiekristall. Ich glaube, wir nehmen den hier. Weil das spielt, glaube ich, keine Rolle, da kriegen wir wohl alles. Matter Magiekristall, ja. Wunderbar. Kampftalentpunkt erhalten. Brief mit einer Rückzahlung erhalten, ja. Sehr schön. Tagebuch. Ja. Stufe 10 geschafft. Titel. So, wir hatten ja schon einen Titel. Es gibt so viele Titel, das ist natürlich klar. Ohne Ende. Hier haben wir ihn. Graskäfer Zerquetscher nutzen. So, steht das über uns drüber. Jetzt haben wir schon mal einen Titel. Allgemein. Oh, das ist auch mal interessant. Hier können wir mal, haben wir mal eine Übersicht. Hier sind wir überall noch. Level 0. Sammeln Anfänger. Level 4. Kochen, Alchemie, Fischfang, Abrichten, Jagd, Handel, Segeln. Segeln kann man nachher auch anbauen. Also da gibt es jede Menge. Hier ist, glaube ich, die Gesamtspielzeit 1 Stunde und 34 Minuten. Spielzeit seit Abenteuerbeginn 1 Stunde 42. Ja, wunderbar. So, haben wir hier noch was? Ja. Und unter Anleitung von Zorros konnte Bernd sein schon in jungen Jahren erkanntes Talent in den Kampfkünsten deutlich verbessern. Zorros ist der einzige in der Stadt, der ihn im Kampf besiegen kann. Parasitenbiene. Sie verstecken sich in allem, was sie tragen können. Das können Grasbüschel, ein kaputter Krug oder auch ein Helm sein. Die Hofbesitzer in Valier fürchten diese Bienen besonders, da sie die Stängel von Kartoffelpflanzen abschneiden und auf ihren Rücken herumtragen. Okay. So. Ich glaube, da können wir noch mehr machen. Hier. Ja, exakter Stich lernen wir. Exakter Stich. Ja, haben wir auch keine Talentpunkte mehr. Ja, spielen wir noch ein bisschen weiter. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Bock. Ja, ich hätte noch mehr Bock, aber es ist jetzt schon 2.46 Uhr und ich will ja noch zwei Folgen von Hannibal gucken. Ja, und bald kriege ich auch Durst auf meine vier Bier. Meine obligatorischen vier Bier. Ja, ich glaube, mit Stufe 10 können wir schon auch in andere Gebiete rein. Sind wir ja schon stärker. Da muss ich mal auf die Karte gucken. Weil ich habe mal gesehen, wo was gedroppt wurde. Also, ich weiß noch, wo was gedroppt wurde. Und das, was wohl ein Gegner was gedroppt hatte. Und das war hier so in dem Gebiet. Beim Wolfshügel. Ah, kann man sogar noch näher ran. Holzfällen. Moment. Was steht da? Während des Tutorials kann die Wegfindung
Nicht geändert werden. Ja, wir müssen das Tutorial abschließen. Das ist oh geil, wie man das hier alles sich angucken kann, die Map. Das ist ja geil gemacht, ey. Ja. Und deswegen, wir sollten ja ein paar Leute noch NPCs, wir müssen noch NPCs. Errungenschaft abgeschlossen. Ruf des... Aha. So. Müssen hier wieder oben hoch zu den NPCs. Nehmen wir mal das Schwert weg. Ich werde mir... Das dauert noch. So, hier ist... waren wir bei dem schon. Ja, ich glaube, bei dem waren wir schon. Da ist noch ein Fragezeichen. Kann ich hier auch? Ne, egal. Wir müssen immer noch Fragezeichen suchen hier. Dann werden wir schon die richtigen finden, weil wir sollen ja noch ein paar finden im Tutorial und die werden, das dauert seine Zeit. Also da werden noch einige Let's Plays kommen. Ich denke mal in der nächsten Folge, die wird ja noch ein bisschen länger noch gehen, haben wir das Tutorial auch abgeschlossen. Da ist noch ein Fragezeichen. Ja. Gerne. Jawohl. Habt ihr je zuvor eine Halbbestie gesehen? Einige Menschen nennen diese Kreaturen auch Hirschmenschen. Geil, sieht von der Optik alles auch sehr geil aus. Cool gemacht, ey. Geiler Sound auch. Wie wäre es mit einem Trank, der nach Kräutern duftet? Nö, wollen wir nicht, aber wir sind jetzt wieder schon wieder weitergekommen. Ja. Bionier. Da sind noch mehr Fragezeichen. Ah, ich glaube, wir müssen hier hoch. Ne, hier geht es nicht weiter. Wir müssen weiter hoch. Ja, hier sind sehr viele Fragen. Dahinter ist ein Fragezeichen, ne? Oder ist das er hier? Sie? Nein. He reminds me of him. He went to Heidel, saying he'd come back once he succeeds. Ist das hier unten? Ein bisschen verwirrt. Alter, was willst du denn hier, Alter? Ah, macht nichts. Come earlier tomorrow. So, hier ist aber was. Hier waren wir noch nicht. Hier ist es nicht. Der große hier, ne? Er hier. Arkan, den sollten wir fürs Tutorial... Den brauchen wir. Hier sind wir richtig, Arkan. Ja. Take a look at this fragrant potion. Seht euch einmal unsere wohlriechende Regenerationstränke an. Ich habe eine Menge Produkte in meinem Sortiment, die aus feinsten Kräutern hergestellt wurden. I have some great stuff made of high quality herbs. Ja, da ist einiges. Da ist unser Inventar, da ist noch viel Platz drin. Boah, Last haben wir erst 56 und 234, da kann man viel schleppen. So, wir könnten einen LP-Trank kaufen, aber mehr Kohle haben wir noch nicht. Man könnte verkaufen. Ja. Verkaufen wir die mal. Alles für Schwarzstein-Waffe. Kaufen wir einfach mal das hier.
Oh ja, 155 haben wir jetzt schon. Das Looten hat ordentlich was gebracht. Nochmal verkaufen. 265. Oh, der ist wertvoll hier. Aber den wollen wir noch nicht verkaufen. Was? Mehr Geld verdienen, wenn ihr sie am Marktplatz verkauft. Und dann lassen wir das mal lieber. Gut, dass er uns das anzeigt. Boah, Alter, das macht ja richtig Kohle hier. So. 3.300 haben wir jetzt schon. Das war vom Kobold, ja. Da hat er auch, ein Kobold hat er auch was gedroppt, ein Handschuh. Ja, 4.000 haben wir jetzt schon. Könnte man da schon was Schönes verkaufen? Oh ja. LP-Trank extra groß. Aber wir wollen noch nichts kaufen. WP. Mana. Nö. Aber den haben wir jetzt schon mal, den Charakter, das ist wichtig. Ja. Das ist war Arkan. So. Euch, euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Es ist nett, Leuten von außerhalb zu begegnen. You have to care for animals with love. Corin sagte mir, ich sollte hierher kommen, aber hier gibt es doch gar nichts. Wunderbar, das war Bofin. Hi, I'm Corin. Corin, ja. Vielleicht habt ihr etwas von Interesse für mich. Ich bin 5000 gelangweilt und würde unheimlich gerne eine gute Geschichte hören. I'm actually a dog person, to be honest. Bofin hat mir aufgetragen, hierher zu kommen. Aber hier ist es so langweilig. In Florin ist viel mehr los. Ja, haben wir Corin auch. Neues Wissen. So machen wir auch weiter und dann haben wir bald das Tutorial abgeschlossen. Der Winterspiel ist noch richtig an, interessant zu werden. Ja, hier kam ich mit dem Fragezeichen nicht weiter. Oder? Nee. Ist hier das Fragezeichen? Er hier, ne? Curtis, der Schmied, ja? Ah, ein neues Gesicht. Möchtet ihr etwas trinken? Need some equipment repaired? Let's grab a drink first. Reparatur? Aha. Wir haben jetzt ja schon ordentlich Kohle. Das ist unser Schild. Ah, Haltbarkeit. Das würde nur Geld kosten und das ist der Handschuh, der immer gedroppt wurde. Der Rebar-Handschuh. Hm? Nee, das wollen wir nicht. Was hast du denn? Pferdeausrüstung? Es gibt kein Zurück. Achso, ist klar. Hat er auch was zu kaufen? Kann man da auch was kaufen? Extrahieren. Laden. Oh, das ist sehr teuer. Ja, das ist alles noch zu teuer. Gut. Energie erhöht sich um 1. Und Curtis. Ja, wunderbar. Das ist Tafu. Dieser Helm. Nur ein kühner Schei kann
Sai kann ihn tragen. I manage all the workers in town. Aber der Vertrag? Es kostet 5 Energie, um einen Arbeiter anzuheuern. Aktuelle Energie 8. Lassen wir lieber. Kümmere mich um die Arbeiter der Stadt. Jawohl, ausleihen Flöte. Gegenstandsverleih mit Beitragspunkten Flöte. Erforderliche Beitragspunkte 1, Beitragspunkte 0. Okay, geht noch nicht. Gut, aber wir haben wieder jemand Neues kennengelernt. So, Energie erhöht sich um 1. Wunderbar. Hier, ne? Nee, ihn nicht. Nein. Aber hier ist ein Fragezeichen. An evil wizard was jealous at the Dragon Master. Oder ist das hier drin? Ja, genau. Nadja Roven, es gibt etwas Besonderes im Laden als den Verzehr von gutem Essen. This is one serving. Does it seem like too much? So, wieder neues Wissen. Oh, geil, wie man die ganzen... Geil, hätten die sich das Schwein dreht. Meine lieben Freunde, wie gesagt, das Let's Play wird gleich erstmal beendet. Ne? Ich rauche mit euch noch eine Zigarette. Und dann habe ich auch Hunger. Esst gleich erstmal noch einen schönen Fisch. Ja. Dann gibt es 2 Folgen. Und die erste Staffel von... sag schnell. Fällt mir jetzt nicht ein. Die erste Serienstaffel mit 13 Folgen. Heute kommen die letzten beiden Folgen, die 12. und die 13. Hannibal, genau. Hannibal. Sehr geile Serie. Ach, er dreht, ja? Ja, so ein ganzes Schwein, also das ist schon was Leckeres, ja? Dann gehen wir noch hoch. Geil, kann sogar überall hier langlaufen, also das finde ich auch geil. Ey. Ja, und wenn man sich jetzt so die Fensterdesigns und alles anguckt. Nee, da wollen wir nicht rein. Entschuldigung, mal husten hier. Ah, ich lege die Tür automatisch auf. Was ist denn das hier? Der lilane Punkt hier. Hä? Ist das hier was? Nö. Ui, hier ist wieder ein Fragezeichen. Ja, dieser NPC hier. Jawohl, Lacey. Ist dieses Stück nicht wunderschön? Und aus unerfindlichen Gründen ist es just gerade im Angebot. Da muss man zuschlagen. This is Ovia. Oh, okay. Das hier ist Olvia, ein kleines Dorf, in dem es immer sehr ruhig ist. Oh, wieder ein neuer NPC. Ah, hier gibt es noch ein Fragezeichen. Hat er denn hier auf dem Rücken? Ein Riesenfisch, ey. Ja. Hier war doch irgendwo noch ein Fragezeichen. Hier waren welche. Muss man denn hier rein oder was? Ich glaube nicht.
Damit kenne ich mich noch nicht aus. Ich glaube, das ist hier hinter. Gehen wir mal außen rum. Hier kann man rein, ne? Kaufen. Lassen wir mal lieber. Ach, hier kann man alle kaufen, ja? Haus kaufen. Könnten wir uns da jetzt schon eins kaufen? Ein Beitragspunkt bräuchten wir. Geld haben wir 4000 Silbermünzen. Gold ist vielleicht auch noch. So, wo habe ich jetzt hier rausgefunden, wie man das Tutorial abschließt, würde ich gerne noch wissen. Mal so. Und jetzt. Das hatte ich vorhin einmal gesehen gehabt. Quest. So, hier. So. Trefft Arkan. Den hatten wir, glaube ich, schon. Trefft Bund hatten wir auch. Den Talent Lehrer. Und was krabbelt da im Gras? Ja, was krabbelt da im Gras? Das hatten wir doch, glaube ich, schon mit den... Na, weiß ich nicht. Was krabbelt da im Gras? Was krabbelt da im Gras? Würde man das hier auf der Map sehen? Hier ist, glaube ich, ein Gebiet. Krabbelt da im Gras. Ich glaube, wir gehen erstmal dahin. Während des Tutorials. Achso. Gut, dann laufen wir trotzdem mal dahin. Hier rum. Nervt mich nicht, ihr könnt eure Gegenstände hier lassen. You can leave your items here. Wollten dich nur kennenlernen. So. Ich hoffe, dass wir im nächsten Let's Play das Tutorial abschließen. Den kannten wir auch noch nicht. Beschleunigen wir das Ganze mal. Are you an adventurer or a merchant? Leute, die kannten wir, glaube ich, schon. Ja, kannten wir schon. Mal gucken wir mal da unten runter. Das war, glaube ich, in die Richtung. Was wir gerade auf der Karte geguckt hatten. Hier ist noch ein Fragezeichen. Ach, er hier, ja? Maybe I should just pack up and leave for Velia. Eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, damit der NPC sein Wissen mit euch teilt. Trefft euch zunächst mit dem auf der Weltkarte für seinen NPC und kehrt danach zurück. Betäubt. Das gilt ja noch nicht. Wir wollen jetzt nämlich erstmal hier runter. Zu Hof Witthold. Doch, das müsste hier unten sein.
Ausdauer. Steigerung der Ausdauer plus 25. Warum auch immer. Nicht akzeptiert. Ein Moment. Klick mit der rechten Maustaste. Ja. Drückt O und prüft die Voraussetzung. Quest-Einstellung. Wählt die Art von Quest, die ihr erhalten möchtet. Oder ändert Kampf, Arbeit, sonstige Quests, alle Quests. Eine Stufe 20 erreichen. Aha. Stufe 20 ist also schon mal wieder der nächste Schritt. Anzeigen. Drei Anzeigen. Neueste Annahmezeit. Am nächsten. Ja, das ist dann läuft ja automatisch auf T. Ich würde nämlich unbedingt gerne das Tutorial abschließen, damit wir endlich questen können. Da habe ich voll Bock drauf. Bloß, wie gesagt, ich weiß nicht. Suchen wir mal hier. Hier war ich schon mal. Ach, da muss man schon Level 38 bis 39 sein. Wanderlust. Ja, ich werde mir wohl noch mal einen anderen YouTuber angucken, der das zum allerersten Mal gespielt hat, damit ich weiß beim nächsten Let's Play, wenn ihr das seht, wie ich das Tutorial abschließen kann. Ne? Hatten hier noch mal gucken. So. Das wäre unser erstes Quest wohl. Lernt das Wissen über die Wiesel bei Olivia, indem ihr eines besiegt. Tötet ein Wiesel, haben wir alles. Stufe 5. Mhm. O-Taste und gebt die Quest auf. Nehmt die Quest erneut an. Sie wird dann automatisch abgeschlossen. Autoweg. Nicht akzeptiert. Hier haben wir es wieder, ne? Ja. Nach Abschluss von 3 Tutorial Quests. Genau. Was krabbelt da im Gras? Ja, ich würde gerne wissen, was krabbelt da im Gras? Wie wir das machen? Muss ich... Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das beenden wir für heute, weil ich habe da noch zu wenig Wissen, wie ihr seht. Und im nächsten Let's Play, in der nächsten Folge, seht ihr dann, wie wir das Tutorial abschließen und dann die ersten Quests machen. Also, ja, wir werden auf jeden Fall immer besser werden. Gut, ich gehe nochmal raus. Moment. Wo? Oder ist das hier? Gruppe finden. Was haben wir denn hier alles? Events.
Schwarzgeist. In Gange. Da ist nichts. Der Anfang der neuen Forschung. Ja. Nee, nee. Wir müssen das Teufel abschließen. Guck mal, ihr lieben Freunde, ich gehe mal mit euch raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge über Black Desert Online. Ja, dann wünsche ich euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Ja, und wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bye bye.